Was haben Turmuhren mit Bratenwändern zu tun, mag man sich gleich zu Beginn fragen, aber dazu später. Schwerpunkt der Sammlung der Uhrenstube Aschau sind alte Turmuhren aus einer Zeitspanne von 5 Jahrhunderten. Die Räderwerke aus Schmiedeeisen oder Holz stammen großteils aus Österreich bzw. der ehemaligen K&K-Monarchie. Wesentliches Merkmal der Sammlung ist, dass die Technik der Uhr in ihrer handwerklichen und gestalterischen Vielfalt gezeigt wird. Die älteste Turmuhr der Sammlung wurde zwischen 1460 und 1470 in Steyr, Oberösterreich gefertigt. Sie ist die älteste derzeit bekannte Turmuhr des Landes. Einige Turmuhren, die zur Gänze aus Holz angefertigt sind, stellen einen weiteren Höhepunkt des Museums dar. Diese äußerst seltenen Werke sind Anziehungspunkt für viele internationale Fachleute. Die gezeigten Exponate sind ein Teil der Uhrensammlung von Ingenieur Wolfgang Komczak, der 1963 mit dem Sammeln begann. Bleibt noch die Frage nach den Bratenwändern. Als mechanisch betriebene Drehspieße haben sie insofern einen thematischen Bezug, als ihr Konstruktionsprinzip weitgehend dem der Schlagwerke von Turmuhren gleicht. Daher wurden sie auch von Turmuhrbauern bzw. Turmuhrschmieden hergestellt.